jetzt werde ich mein Zeugnis zeigen. In diesem Schuljahr habe ich mich so angestrengt. Ja, ich glaube, es war worth it. Hallo Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Heute mache ich endlich mal meine Desktour. Die habt ihr euch so sehr gewünscht und heute ist es soweit. Aber ihr könnt bestimmt sehen, mein Schreibtisch ist jetzt nicht sehr ready. Also werden wir noch ein bisschen vorbereiten. Und ich werde dann auch hier diese Wand endlich mal fertig machen. Und ich zeige dann auch wirklich alle Schubladen. Und ich zeige dann noch mein Zeugnis. Und dann auch, wie mein Zimmer aussieht, wenn die Lichter aus sind. Okay, sehr viel gequatscht. Weiß gar nicht mal, wo ich anfangen soll. Okay, also ich glaube, ich werde erstmal hier meinen Schreibtisch so ein bisschen frei machen. Und wir fangen mit den Snacks an. Also, ich habe hier so kleine Poki-Snacks auf Amazon gefunden. Ich finde, die sehen so richtig cute aus. Und die sind gefühlt meine Rettung, weil hier diese Kisten. Ich wusste so lange nicht, was ich da reinmachen will. Jetzt habe ich eine Antwort. Und zwar verwandte ich die obere Kiste in eine Snack-Kiste. Ja, hier. Und ich habe noch ganz viele richtig cute und aesthetic Sachen mitgenommen. Und übrigens, by the way, ich würde dieses Drink jetzt nicht empfehlen. Ich habe es mal probiert in meinem letzten Mini-Vlog. Und ich muss sagen, schmeckt nicht nach Wassermelone, schmeckt nach Chemie. Aber dafür sieht es richtig hübsch aus. Bis ich erstmal was Leckeres gefunden habe, ist es nur Deko. Ich liebe M&M Brownies so sehr, die kann ich euch einfach so empfehlen. Und kommt schon, sieht es nicht einfach so hübsch aus? Und schau mal, ich habe dann auch diese Gläser gefunden. Sehen die nicht so sweet aus? Oh mein Gott, so kleine Kätzchen. Die habe ich übrigens auch auf Amazon gefunden. Und by the way, mache ich dann alle Links für die Sachen und in der Infobox. Und die werde ich jetzt einfach hier auf die Fensterbank legen. Passt auch, das ist so meine kleine Katzenecke. Dann habe ich mir noch diese LED-Uhr gekauft. Und die habe ich überall auf Pinterest gesehen. Oh mein Gott, sieht die einfach so aesthetic aus. Nur, ich habe ein kleines Problemchen. Ich glaube, ich will es dann hier einstellen. Nur, ich weiß nicht, ob ich es einfach so auf dem Computer stellen muss. Ach, wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. So sieht jetzt die Uhr aus. Und ich muss nur mal sagen, es ist nicht 3 Uhr nachts. Es ist kein 3 Uhr nachts Video. Sondern es ist gerade 15 Uhr. Und ich glaube, das ist so eine amerikanische Uhr. Also es ist nur so ein PM und AM. Also ist es anscheinend 3 p.m. Jetzt machen wir weiter mit den Möbelknöpfen. Sehen die nicht cool aus? Also ich wollte unbedingt mal wieder die Knöpfe wechseln. Irgendwie mag ich nicht, dass die hier so silber sind. Ich meine, mein ganzes Zimmer ist so gold und das clasht einfach so, wenn das hier silber ist. Und keine Ahnung, irgendwie mag ich das Design auch nicht wirklich. Also, dann wird sie jetzt wechseln. Diesen da hat meine Mutter gewechselt. PS, Dankeschön. Also, sehr gerne. Wir wollten nämlich gucken, dass die auch passen, bevor wir hier anfangen. Oh, kurze Storytime. Die haben wir eigentlich erst bestellt. Nur, die passen leider nicht. Eigentlich total sad, weil die sehen auch richtig gut aus. Bob der Baumeister. Okay, jetzt drehen wir sie ab. Okay. Tada! Ich finde, das sieht voll cute aus. Das mache ich jetzt noch 5-mal. Dann müsst ihr nicht zugucken, keine Sorge. Tada! So sieht das aus. Ich finde, es macht immer so einen riesen Unterschied, wenn man einfach hier die Möbelknöpfe tauscht. Also, ich finde, es sieht richtig cool aus. Und jetzt machen wir weiter mit der Wand. Ich mag es nie, wenn Wände einfach so leer sind. Ich finde, das sieht immer nicht schön aus. Okay, ich habe viele Bilder und wir fangen jetzt an. Ein paar von meinen Lieblingsartists habe ich noch ein paar Alben gekauft und dann habe ich gesehen, dass die Platten farbig waren. Also hänge ich die jetzt an die Wand und hoffe, dass sie nicht dabei kaputt gehen. Wir haben einmal von den Red Hot Chili Peppers das neue Album von Taylor und dann noch von Dermot Kennedy. Der ist übrigens auch irisch. Von Uhu habe ich dieses Klebezeug gekauft. Habe ich jetzt hier drauf gemacht und wir schauen, ob es hält. Hat funktioniert. Puh, hatte da Angst. Ich suche mir jetzt noch ein paar kleinere Bilder aus, die ich dann auch noch ein bisschen hinhängen will. Leute, seid bereit. Ich mache jetzt hier Plastik ab. Nicht sehr satisfying, aber wir tun mal so, als wäre es richtig satisfying. Tada! Tada! So sieht es jetzt aus. Ich finde, es sieht jetzt so pretty aus. Ich meine, schaut euch das an. Ich liebe es einfach so sehr. Und jetzt machen wir die Desktour. So, hier seht ihr mal eine andere Perspektive. Okay, wir fangen erstmal hier an. Und ich wollte euch unbedingt auch was erzählen. Ich kann es nicht glauben, ich wurde einfach für ein KCA nominiert. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet und für mich abstimmen.
Der Link ist unten in der Infobox. Um den Kids' Choice Awards zu gewinnen, brauche ich unbedingt eure Unterstützung, weil in meiner Kategorie gibt es auch richtig coole Leute dabei. Geht einfach auf ksa.nick.de und stimmt für mich ab. Thank you for your support. Genug Geblabbere, jetzt fangen wir an. Hier ist mein Computer, der ist von Lenovo. Alles Zeug hier ist eigentlich von Amazon. Amazon. Ich habe versucht, richtig schön und ästhetisch Sachen zu finden. Zum Beispiel, das ist mein Locker. So ein Elefantentesafilm. Oh mein Gott, ich liebe dieses Teil. Wenn da so Ratzefummel, Krümelchen auf dem Tisch sind, holt man sich einfach den Mini-Staubsauger. Ich lieb's. Und da ist die AirPod-Katze. Die kann so AirPods halten. Hier ist dann einfach so Modes, dann meine Maus, mein Taschenrechner, ein paar Patronen, einfach so ein bisschen Krimskrams-Zeug. Und hier ist dann noch ein bisschen mehr Krimskrams-Zeug. Hier sind ganz viele Patronen, noch ein paar Sachen und dann noch ein paar Textmarker. Hier ist dann jetzt meine Geodreieck, Lineal und Zirkelansammlung. By the way, das ist die beste Bürste jemals. Die benutze ich immer. Und das ist einfach so ein Licht, das ich mache. Hier, dieses Licht mache ich dann auf mein Handy, wenn ich so TikToks drehe. Hier unten sind ein paar Blöcke. Noch eine AirPod-Katze. Hier habe ich so ein bisschen Malzeug, Pinsel, noch ein paar Sketchbooks. Hier ist mein Hefter. Da mache ich all meine Schulsachen rein. Also, bei uns in der Schule, da haben wir eigentlich keine Hefte. Wir nehmen eigentlich nur so lose Blätter. Also habe ich hier meinen Organizer. Ihr könnt schon sehen, wie lange ich den benutzt habe. Die Antwort ist sehr lang. Und könnt ihr erraten, wo ich ihn her habe? Ja, von Amazon. Und hier sind einfach nur ein paar andere Organizer. Und übrigens, wenn ich euch nicht direkt sage, wo was her ist, ist es von Amazon. Hier ist so ein bisschen Osterdeko. Oh, Zauberstäbe. Meine Harry Potter Zauberstäbe. Den habe ich aus New York. Und dieser Wand. Dieser Wand ist aus Deutschland. Und hier, das habe ich mal im Action gekauft. Das ist so mein Stifteset. Ich finde das irgendwie so cool aus. Da fühle ich mich so richtig erwachsen irgendwie. Übrigens sind diese Schubladen von Ikea und heißen Alex. Weiter geht's. Und jetzt will ich euch unbedingt mal was zeigen. Ich habe jetzt ein Kochbuch. Das sieht einfach so cool aus. Es gibt jetzt überall im Handel, wo es Bücher gibt. Schau mal. Immer wenn ich das sehe, freue ich mich so. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mit mir kocht. Und wenn ihr ein Rezept gemacht habt, schreibt mir mal auf Instagram. Jetzt machen wir weiter. Normalerweise stelle ich mal all meine Bücher hier hin. Ne? Hier ist dann jetzt mein Bücherständer. Ich finde, der sieht auch so richtig ästhetisch aus. Hab noch ein paar Sticker drauf gemacht, damit es noch ein bisschen süßer aussieht. Und mein Mülleimer. Schaut euch diesen Mülleimer an. Ich dachte nie, dass ein Mülleimer so süß aussehen könnte. Ich weiß nicht wirklich, was für ein Tier es ist, aber ich weiß, es ist süß. Ich werde jetzt nicht wirklich zeigen, was in meinem Mülleimer ist. Mülleimer-Zeugs. Hier sind dann auch noch ein paar Postkarten. Das ist so ein kleines Gitter. Ich finde, das sieht auch richtig cute aus. Ich habe hier noch ein paar Magnete, noch ein paar Sticker und noch ein paar mehr Postkarten. Und ich finde, dieses Efeu sieht auch so cute aus. Da ist meine AirPod-Hülle. Diese Mini-Magnete, das ist einfach so, so cool. Ich meine, die funktionieren richtig gut. Die sehen auch einfach so schön aus. Also, da sind noch ein paar Bilder und hier ist mein Spiegel. Und wir schauen jetzt nicht hinter den Spiegel, weil... Sieht dann nicht sehr schön aus. Also da sind so all meine Kabel. Ich mag auch die Idee vom Spiegel da so doll. Hier sind noch ein paar Bilder und ganz viele Leute fragen mal, wo mein Spiegel her ist. Könnt ihr es erraten? Amazon. Und wir schauen jetzt nicht hinter den Spiegel, weil da sind so all meine Kabel, meine Alexa. Hier ist dann auch mein kleines Toastlämpchen. Sieht das nicht einfach so cute aus? Oh mein Gott. Manchmal, wenn ich Pause habe, dann setze ich mich einfach hin und gehe so. Das sieht aber so cute aus. Da ist dann auch mein Näpfchen. Hier sind meine Snacks. Die haben wir ja schon vorhin gesehen. So sieht übrigens das Stativ aus. Ich finde das total cute. Auch noch mit diesen kleinen Öhrchen. Und ich zeige mal, wie es aussieht, wenn mein Handy drin ist. Auch richtig cute. Da ist meine Snackkiste. Die haben wir auch vorhin schon gesehen. Hier unten ist mein Näpfchen. Da sind noch ein paar Stifte. Ein paar Textmarker. Oder, warte, die muss ich euch unbedingt mal zeigen. Warte mal. Das sind im Prinzip so kleine Sticker. Sind die nicht cute? Hier habe ich noch ein paar Tic Tacs. Hier ist so ein kleines Kalenderchen. Meine Handcreme, eine Wimpernzange, noch ein paar mehr Textmarker und hier unten meine Soda-Tab-Kollektion. Da sind noch ein paar Frixian, noch ein paar Stifte, meine Lip-Bams, noch von Cheetos und dann noch ein paar mehr Stifte. Und jetzt mache ich nochmal eine Mäppchen-Tour. Ich finde mein Mäppchen auch richtig cool. Wie hier, sehr special. Ersten Fach ist nix. Hier ist Luft. Wenn ihr noch ein bisschen Luft braucht, ist im ersten Fach.
Im zweiten habe ich hier ganz viel Krimskramszeug. Radiergummi, ein paar Bleistifte, ein paar Textmarker, ein paar Filzstifte. Eigentlich ganz viel von allem. Und hier habe ich ein paar Patronen und noch ein Radiergummi. Das machen wir wieder zurück. Hier ist jetzt noch ein Buchständer. Der ist übrigens von Ikea. Hier habe ich mein Tagebuch. Ich finde, es sieht voll cool aus. Mein iPad, Kerze, so eine kleine Uhr. Eigentlich ist es so ein Wecker. Nur, ich habe es probiert zu programmieren. Ich weiß nicht, wie man es programmiert. Also ist es einfach nur eine Uhr. Das ist jetzt nochmal eine kleine Pink-Ecke. Hier oben ist meine Katzenecke. Das ist auch eigentlich ein Humidifier. Nur den benutze ich nicht wirklich als Humidifier. Also ist es so ein bisschen Deko. Hier, Tissue-Box, meine Gläser. Hier ist auch ein Bluetooth-Speaker. Ich finde, der ist richtig süß. Nur, ja, ich würde ihn anmachen und ich habe das leer. Und hier drüben, oh, das finde ich mal so cool. Das ist einfach mein Face. Das ist meine Table of Periodic Elements. Wenn wir mal Chemie haben, ist das eigentlich ganz praktisch. Hier ist dann noch mein Regal. An der Seite sind auch noch ein paar Postkarten. Ein Buch, eine Flasche, auch aus meinem Shop, www.alsilber.shop. Noch ein paar Kistchen. Hier oben ist eine Uhr, dann noch eine Pflanze. Jetzt machen wir mit den Schubladen weiter. Diese Regale sind von Ikea, heißt auch übrigens Kallax. Und diese Körbe sind auch von Ikea. Viel von Amazon und Ikea. Wir fangen mal hier an. Hier ist mein Bastelzeug. So ein paar farbiges Papier, ein bisschen Washi-Tape. Früher hatte ich eine Bügelpan-Obsession. Ich hatte so viele Bügelpan-Sachen gemacht. Ein paar sehen auch eigentlich richtig cute aus. Hinten habe ich noch ein paar Blöcke und Hefte. Da ist ein bisschen Krimskramszeug. Und wenn ihr eine leere Kaffeesonne wollt, ich habe sehr viele. In meinem alten Zimmer hatte ich so eine Kaffeesonnenwand. Und das wollte ich eigentlich in meinem Zimmer jetzt machen, nur, I don't know, ich glaube, das passt jetzt einfach nicht wirklich zu dem Aesthetic. Trennen konnte ich mich aber leider davon nicht. Und das ist noch eine Tasse, früher aus meiner Oktober-Kollektion. Ich habe auch ganz oft so Limited Edition-Kollektion. Also wenn ihr was cool findet, müsst ihr schnell kaufen. Oben ist noch ein bisschen mehr Krimskramszeug, nur eher so Bausachen. Zum Beispiel hier ist das Uhu-Zeug, ein paar Schraubenzieher. Und hier drüben, ja, noch ein bisschen mehr Krimskramszeug. Da habe ich noch ein paar mehr von diesen Pocky-Sachen, nur die haben da oben leider nicht mehr reingepasst. Nein, ich weiß nicht, warum hier eine leere Dose Chupa Chups ist. Oh mein Gott, früher habe ich die gesüchtet. Ich hatte auch eine ganze Wand voller also Chupa Chups-Zeug. Da habe ich ein paar Stative. Dann auch das Cover für mein Headset. Das ist übrigens auch das Bose-Headset. Nur, das benutze ich nicht sehr oft. Also das Headset schon, nur das Cover nicht. Machen wir hier unten weiter. Da sind all meine Schulbücher. Und hier von meiner Slime-Obsession. Ich konnte mich auch nicht von meinen Slimes trennen, also habe ich so ein paar Mal. Und noch ganz viele Sticker. Frag mich nicht warum, aber früher hatte ich eine Obsession mit so Kugelschreiber, also habe ich jetzt ganz viele. Noch ein paar Kugelschreiber von Claire's, hatte ich früher auch eine Obsession. Und hier noch ein paar Müllbeutel. Hier habe ich noch ein paar Filzstifte. Die finde ich eigentlich richtig cool, weil schaut mal. Das ist fast wie so Wasserfarben, weil das ist einfach Pinsel, aber auch gleichzeitig ein Filzstift. Anfangs habe ich die mal weggeräumt, nur ihr könnt sehen, dass ich die dann nicht mehr weggeräumt habe. Und hier ist das Cover von dem Bluetooth-Speaker. Ist das nicht so cute? So sieht er übrigens aus, wenn er an ist. Wie gesagt, hier unten habe ich dann noch ein paar Filzstifte und ein paar alte Sketchbooks. Ich habe sehr viele Sketchbooks. Ich habe gerade bemerkt, hier, mein so Headset-Halter geht jetzt auch langsam kaputt. Da brauche ich auch mal ein neues. Das ist eigentlich total traurig. Hier würde ich nämlich normalerweise einfach mein Headset hinlegen. Das ist eigentlich ein bisschen sad. Ich hatte so für eine Woche eine Paper Squishy Obsession. I don't know why, aber irgendwie dachte ich, sind die so cool. Nur cool sahen sie nicht wirklich aus. Okay, schnell weg damit. Und hier unten ist dann noch ein Bücherständer. Den wollte ich eigentlich richtig oft benutzen, nur der ist halt so groß und dieser ist halt so klein. Mehr praktisch, also nutze ich mal diesen. Ich wollte mal so ein Ding mit meinem Vater machen. Da kriegt man so ganz viel Wolle und so eine Nadel hier und dann sticht man das ganz oft, bis es so eine Form hat. Nur ich habe es dann irgendwie nie gemacht, also lebt es jetzt einfach hier in meiner Kiste. Hier ist mein Mülleimer. Den mache ich jetzt nicht auf, weil er ist nicht so süß wie mein Schreibtischmülleimer. Und hier ist dann auch mein Schulranzen Nummer 2. Diesen Schulranz nehme ich immer nur mit in die Schule, wenn wir ganz wenige Fächer haben. Mein Kukazu-Schulranz kennt ihr ja, aber der steht gerade oben. Und hier ist mein Schreibtischstuhl. Der ist so bequem. Ich liebe den so sehr. Und der sieht einfach so cool aus. Ich liebe Stühle, die sich drehen können. Oh, und by the way, der ist auch von Ikea. Jetzt werde ich mein Zeugnis zeigen. Ich will nur mal sagen, ihr wolltet schon unbedingt, dass ich mal mein Zeugnis zeige. Und das ist jetzt das erste Mal. Und ich zeige das nur, weil das mein
dass ich Schule gewechselt habe. Und in diesem Schuljahr habe ich mich so angestrengt. Ja, ich glaube, es war worth it. Und übrigens, ich wollte nur mal sagen, fühlt euch nie traurig wegen der Note. Man kann sich immer verbessern. Und ich, ja, das musste ich mal kurz sagen. So sieht jetzt aus, wenn alle Lichter aus sind. Ich finde, es sieht so cool aus. Das ist einfach ein Vibe. Ich hoffe, euch hat meine Gesture gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.